Ja, ich möchte mit euch ganz kurz Natriumhydroxid herstellen, also Natronlauge. Ihr seht, ich halte das mal hier ins Bild. Da haben wir das Natriumhydroxid. Das ist hier als Feststoff in der Regel immer im Labor vorliegend. So, kurz fokussieren. So, und davon gebe ich jetzt erstmal hier von diesen Perlen. Ich glaube, das nehme ich nochmal raus, sonst gibt es eine Sauerei. Mache das so. Fülle etwas von dem Natriumhydroxid in mein Gefäß. So, und was ich jetzt einfach machen möchte, ich stecke mal das Thermometer dazu. So, und da seht ihr schon die Raumtemperatur ungefähr. Ihr könnt es ja mal zusammen ablesen. Raumtemperatur ungefähr 17, 18 Grad. Ja. So, jetzt werden wir einfach Folgendes machen. Ich gebe Wasser dazu. Ja. Ich habe hier eine Spritzflasche und werde aus der Spritzflasche Wasser zufügen. Und sozusagen das Natriumhydroxid jetzt auflösen. Ja, dann wollen wir mal beobachten, was da jetzt mit der Temperatur passiert. Oh, die geht schon aus dem Bild. Ja, wir haben schon die 50 Grad erreicht. Also ganz klar eine exotherme Reaktion. Eine Reaktion, bei der Wärme entsteht. Und das ist also ganz, ganz typisch. Eigentlich sehr, sehr viele Reaktionen, die mit Laugen und Säuren zu tun haben, sind exotherm. Und darin liegt auch manchmal ein Teil ihrer schädigenden Wirkung. Und ja, wir wollen jetzt mal gucken, ob wir vielleicht damit sogar noch ein bisschen mehr Schabernack treiben können. Aber erstmal versuchen wir das jetzt mal ganz aufzulösen. Tatsächlich haben wir hier schon eine sehr, sehr starke Lauge jetzt hergestellt, eine sehr starke Natronlauge. Und ja, ich sag mal so warme Flüssigkeiten, die reagieren natürlich auch heftig. Ne? Und ja, was man jetzt machen kann, ist, man könnte natürlich jetzt mal Säure zukippen, aber ich will erstmal das Ergebnis zeigen, weil das schon sehr, sehr hoch ist. Ne? Ich glaube, mit der Säure machen wir in einem Extraversuch. Wir lassen das, glaube ich, jetzt erst abkühlen, denn ihr seht schon, die Temperatur hat schon fast die 80 Grad erreicht. Also wenn ich da jetzt noch Säure zugeben würde, dann würde das Ganze sofort außerhalb des Bereiches des Thermometers sein. Ja. Das heißt, da würden wir sofort die 100 Grad erreichen und es würde kochen. Andererseits, naja, so ein bisschen reitet mich der Schalk ja durch. Doch, wenn wir also ein ganz, ganz bisschen hier, ich zeige es vielleicht nochmal, die Schwefelsäure zugeben, ja. Ungefähr, ja, da seht ihr natürlich, dass da sofort eine heftige Reaktion einsetzt. Jetzt gucken wir uns mal das Thermometer an. Es ist also noch etwas gestiegen. Da können wir eigentlich noch ein bisschen weitermachen. Ich mache das jetzt mal so, dass ihr auch die Reaktion unten seht. Aha, das ist gar nicht so einfach. Da muss ich erstmal die Kamera wieder umstellen. So, ja. Wir schauen uns einmal ganz kurz bis unten das an. Was passiert und dann gebe ich noch mal etwas Schwefelsäure zu. Ja, da hört er schon, dass es anfängt zu kochen. Ne? Ja, es ist also eine sehr, sehr stark exotherme Reaktion und das ist ganz typisch. Ja, sage ich mal, wir sind ja bei einer beginnenden Neutralisation jetzt und die Neutralisation als Basereaktion ist ebenfalls natürlich eine exotherme Reaktion. Wir gucken uns mal an, wo die Temperatur ist, also auf 90 Grad. Das ist schon eine Temperatur, mit der Temperatur kommt das Wasser bei euch aus dem Wasserkocher raus. Ja. Also damit könntet ihr jetzt schon sehr guten Tee kochen. Allerdings empfehlen würde ich es noch nicht, da wir es ja noch nicht neutralisiert haben. Ja. Also insofern ist das Ganze natürlich jetzt absolut ungenießbar. Ja. Aber jetzt gucken wir uns nochmal an. Unten hat es aufgeklärt. Das heißt, auch die letzte feste Natronlauge hat sich mittlerweile sehr gut aufgelöst. Könnt ihr nochmal schauen. Ja. So, das Ganze kann man jetzt abstehen lassen und dann muss ich es natürlich zu Ende neutralisieren, aber das ist für euch jetzt uninteressant. Zur Neutralisation habe ich, glaube ich, bessere Videos online. Viel Spaß und ja, bis dann.